Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer und heute habe ich mal was in eigener Sache. Und zwar habe ich jetzt einen neuen Ofen gekauft oder bestellt, besser gesagt, weil ich auch Brot backen möchte. Und mein neuer Ofen hat dann ein Brotbackfach. Stelle ich einmal vor, wenn es einen guten Holzofen braucht. Aber mein altes, gutes Stück, alt in Anführungszeichen, der ist eigentlich noch relativ gut in Schuss. Bloß ein paar Kleinigkeiten müsste derjenige machen, der wo sie vielleicht gern kaufen möchte bei mir. Könnt ihr bei mir abholen oder wir könnten theoretisch auch eine Spedition schicken, ist aber halt relativ aufwendig, weil das Teil relativ schwer ist. Weil der hat massive, dicke Specksteinplatten, auch seitlich. Oben, da kann man auch ein Wasser warm machen oder was, aber man kann ja nicht direkt kochen mit dem Ofen. Unten hat man noch ein Fach, wo wir Holz oder in dem Fall die Rindenbriketts, wo wir auch verkaufen, drin haben. Kann man verschiedene Sachen unten rein machen. Ihr habt so eine Glasscheibe, also ist auch schön geschützt. Was er halt noch nicht hat, ist halt keine Feinstfilteranlage vorhanden. Was man machen müsste, einmal unten ist so eine Zugregulierung, die ist ein bisschen fest, die müsste man gangbar machen. Und hinten im Schamott, hinten, da ist der linke und der rechte hinten ein bisschen beschädigt. Also heißt, den Schamott müsste man mal erneuern. Ansonsten ist aber noch gut beieinander. Die kriegt man aber als Ersatzteil. Das ist ein Markenofen. Ich schreibe euch unten drunter auch die Type und alles. Also wenn ihr den vielleicht gebraucht kaufen möchtet, also Privatkauf, also da kann ich euch keine Rechnung schreiben. Aber wie gesagt, ein super Ofen, wenn ihr einen braucht, ja, kann ich euch nur empfehlen. Was ich noch empfehlen möchte, wie gesagt, die Rindenbriketts könnt ihr bei mir kriegen. Dann die Feuerbällchen zum Anzünden, das ist ein umweltfreundlicher Anzünder auf Wachsbasis. Die verwende ich schon seit Jahren, gehen auch super zum Grillen, wenn ihr mal sowas braucht. Oder wenn ihr mal so einen schönen dekorativen Holzwagen haben möchtet, kann man auch nach draußen schieben, wenn man das Holz reinfahren möchte. Schaut optisch sehr schön aus. Sowas könnt ihr auch bei mir kriegen, wenn ihr mal sowas braucht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es ja, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Ich tue euch wie immer im Kommentar meine E-Mail-Adresse auch reinschreiben. Wenn ihr Interesse habt am Ofen, schreibt es mir einfach an. Und die anderen Sachen verlinke ich euch im ersten Kommentar. Die Feuerbällchen und den Holzwagen, wenn ihr mal an sowas Interesse habt, am besten auch anfragen. Ist momentan noch nicht angelegt im Shop, kann ich aber für euch gerne machen. Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen, wollig, warmen Abend und so Holzfeuer ist einfach heute was Schönes. Dankeschön.